Hier ist es, das neue Dress der Eishockey-Profis von den Linzer Blackwings. Besonders, das Trikot ist mit den Fans verbunden. 350 Namen von Dauerkartenbesitzern sind darauf verewigt. Neu auch ein Gesicht im Vorstand. Neben Präsident Peter Nader unterstützt Christoph Heindl als Vizepräsident ab sofort die Linzer. Es hat es gebraucht, weil je breiter wir aufgestellt werden, sind wir desto besser. Denn Christoph Heindl, seine Kinder sind auch im Nachspielen, auch im Nachwuchs. Und er ist sehr Eishockey, befindet sich oft in der Halle. Und wir brauchen auch eine Unterstützung für den Nachwuchs, auch im Vorstandsteam. Und daher war er die perfekte Ergänzung für den Vorstand. Die Vision ist einfach, dass man den Verein einfach weiterhilft, ja, weiter nach vorne bringt und Step by Step sich das Ganze anschaut, ja, und weiterzuentwickeln. Und der Weg ist eh der richtige. Sportlicher Erfolg bringt auch wirtschaftlichen Erfolg und somit wird vieles einfach einfacher werden. Ja. Das sportliche Ziel, die Playoffs. Um das zu schaffen, gibt es jetzt auch Hilfe von zwei neuen Vereinspartnern. Gasteiner und VKB ziehen in der kommenden Saison die Wäsche. Also wir hoffen, dass ähnlich wie beim letzten Jahr die Black Wings es wieder in die Playoffs schaffen natürlich und dann jeder Rang, der nach oben geht, wir werden es schaffen hoffentlich und ich werde persönlich dort jubeln und trommeln und schauen, dass wir bei den Black Wings möglichst viel vorwärts machen. Ja. Grundsätzlich wünschen wir die Black Wings eine sehr erfolgreiche Saison, in der sie viele Spiele gewinnen und dann erwarten wir uns von der Partnerschaft, dass das natürlich, was ja Leistungssport ausmacht und Sportsponsoring ausmacht, dass dann natürlich die Beachtung für diesen sportlichen Erfolg eine hohe ist, die mediale und auch von den Fans. Die Linzer Anhänger sind nach dem ersten Eistraining schon in Hockeystimmung. Rund 1000 Dauerkarten sind für die neue Saison bereits vergeben.